So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE SmackDown, Here Comes the Pain. Ja, der letzte Pay-Per-View ist vorbei gegangen und wir haben die Tag Team Championships verloren. Jetzt muss ich die irgendwie wiederkriegen, damit wir alle SmackDown-Titel haben. Aber ich glaube, dazu werden wir erstmal nicht kommen. Ich mache erstmal eine kleine Aufnahmesession diesmal, von zwei Folgen oder so. Ist gerade Freitag, 17.01.2014 und erstmal, warte mal, heute ist SmackDown hier in Las Vegas, Nevada. Und es sind so viele heiße Bräute in dieser Arena. Und warum muss ich neben dir sitzen, Jaya? Ich wollte genau das gleiche sagen. Übrigens, ich habe gehört, dass Stephanie McMahon etwas Spezielles geplant hat für heute Abend. Das bedeutet, es gibt keinen Grund zur Sorge. Warte mal, haben wir das schon mal gesehen? Haben wir das schon mal gesehen? Nein, ich glaube nicht, ne? Nein. Einen schönen guten Abend an alle. Heute Abend sind wir hier in Las Vegas, Sin City, wie ihr alle wisst. Deswegen habe ich mich entschieden, etwas Las Vegas-Flavor-Geschmack oder etwas Las Vegas-mäßiges hier reinzubringen oder zu SmackDown heute Abend. Und das ist das SmackDown-Roulette-Rad. Es wird die Matcharten entscheiden für alle Matches heute Abend. Lasst uns entscheiden, wie Eddies Match aussieht, oder lasst uns Eddies Match entscheiden. Was sagt er? Money? Also das kenne ich noch nicht. Money Match? Was ist das denn? Das wird eine unglaubliche Nacht und ein unglaublicher Abend. Ein Money Match? Das Ladder Match oder was? Weiß ich nicht. Mal gucken, sind wir in der Storyline? Aber hatten wir das schon? Nee, ne? Warte, ich guck mir nochmal meine eigene Episode an, aber eigentlich glaube ich, dass wir das noch nicht hatten. Nein, nee, okay, nicht. Brauche nicht gucken, hat man den Money Match noch nie gesehen. Wie kann ich dir helfen? Time Shot. Heavily involved. Vielleicht ein später oder ein anderes Mal. Mann, das wäre so schön gewesen. Guckt euch das an. Hier. Hier. Da wären wir eigentlich auch gewesen. An World's Greatest Tag Team, ne? So, wo sind wir noch? Hier. Und da, so gemein. So gemein. Guck mal, ob ich mich da zurechtfinden kann. So, Singles Match. Money Match bringt mir eigentlich auch nichts. So, Shawn Michaels gegen Luke Harper in einem Singles Match. Nur Singles Match ist heute, interessant. Und Shawn Michaels gewinnt, jetzt kommt unser Match. Und das Money Match ist nur für $3000 oder was? Das für ein Bullshit. Neue Ladescreens gab es übrigens keine. Aber ist auch nicht so schlimm. Muss ich die nicht mehr importieren. Wenn ihr noch welche habt, dann könnt ihr die mir gerne schicken. Hätte ich kein Problem mit. Aber wenn auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Erstmal wieder an Hiccups Benchsteuerung gewöhnen. Schon wieder eine Weile her, seitdem ich aufgenommen habe. 5 Tage. Ist der Ton hier gerade zu laut? Ich glaube, ja, stimmt. Ich habe es immer auf 10. Mein Fehler. Ist verwechselt. WWE 2K14 habe ich auf 20 und das hier auf 10. Entschuldigt. Entschuldigt, habe ich verwechselt. Fällt mir dann immer auf, wenn es zu spät ist, ne? So, ab geht er hier. Und dann mal so weit hochkicken. Der ist mir fast am wichtigsten, da ich ihn ziemlich oft mache. Und was wird das? Ein Neckbreaker. Den kennen wir auch sehr gut. Bada. So, Analogstick spinnt nicht. Das freut mich sehr. Zack. Der Chop. Und anschließend ein DDT. Ja, was ich sagen wollte, heute nur eine kleinere Aufnahmesession. Freitag. Und freitags bin ich immer kaputt. Aus irgendeinem Grund. Aber ich habe so viel vor noch. Wochenende. Muss noch aufnehmen und was nicht alles. Und Hausaufgaben. Und lernen oder so. Na, mal gucken. Soll ich aber hinkriegen. Wenn nicht. Oder falls eine Änderung. Sollte eine Änderung auftreten im Plan, im Upload-Plan, dann erfahrt ihr es auf meiner Facebook-Seite. Wahrscheinlich. Oder wenn nicht sogar auf YouTube. Aber wahrscheinlich denn nur auf Facebook. So, deswegen dort immer vorbeigucken. Und am besten auch Notifications anmachen, dass ihr auch wirklich alle Infos von mir bekommt, sobald ich groß rauskomme. Zack. Den Body Drop Ric Flair auch schon gelb am Torso. Hinterher treten. Ein paar Tritte, ein paar Schläge. Weapon. Was machen wir daraus?
Ja. Sehr schön. Mist. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er einen Grapple macht. Na, jetzt hör doch mal auf hier. Danke. Punch, Punch. Ich bin immer noch auf Smackdown, wie ihr wisst. Punch, 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 Dropper. Ich hätte ihn gerne orange wenigstens. Bevor ich meinen ersten Finisher zeige. Da ist er auch schon orange. Soweit ich weiß, ist Ric Flair nicht so gut gerankt hier im Spiel. Ich glaube plus 74 oder sonst was. Aber Eddie sieht es wirklich besser aus. Oder ich glaube, ich habe ihm andere Attribute gegeben, oder? Bin mir nicht ganz sicher mehr. Hatte ich ihm andere Attribute gegeben? Hatte ich ihn auf... Wollte ich ihn modifizieren? Wollte ich ihn nicht modifizieren am Anfang? Und mehr bessere Attribute geben? War das nicht so? Ich hätte total vergessen, ne? Können wir gleich mal gucken, nach dem Match, wenn ich es nicht wieder vergesse. Kennt man ja von mir. Ganz vergessen von... Ganz vergessen. So. Zack. Na komm, jetzt machen wir ihn auch noch rot am Körper, bevor wir den Tiger Driver oder so ausführen. Oder Frog Splash. Weiß ich noch nicht ganz. Zack. Dann haben wir den Finisher. Torso. Auch immer weiter auf den Torso. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Dann werden gekontert. Reversal. Und der Neckbreaker. Twist him around. Geht doch. Er liegt perfekt. Für den Frog Splash. Da kommt er auch schon. Viva la Raza. Und das ist der Sieg für Eddie in diesem Money Match. Mal sehen, was wir da kriegen. He's a legend. He will never retire. Nimmt er unsere Respektzollung an? Was sagt er? Guckt sich um wahrscheinlich und dann schlägt er ein, ne? Jawohl. Two Legends in this very wrestling business. Hm? Ach ja, Kane. Fehlt nur noch Corporate Kane. So, Booker T und Ted DiBiase. Und Booker T gewinnt. So, Experience Points. Hier, die wollte ich doch einsetzen zum Aufpäppeln. Aufpäppeln zum Upgraden. Tucson, Arizona. Mal gucken, ob wir jetzt wirklich in der Storyline sind. Sieht nicht wirklich so interessant aus bis jetzt, ne? Heavily involved in der Storyline. Na denn nicht. So, Attribute jetzt checken. Natürlich habe ich die aufgewertet, waren noch 74 original, ne? Was machen wir denn jetzt? Technik, Endurance, Strength möchte ich auf jeden Fall ein bisschen. Na komm. So, Submission brauchen wir nicht. Endurance wäre gut. Aber Content kann ich eigentlich gut, ne? Machen wir einen halben Punkt mehr. Speed kann auch noch was dazu. Wo kann auch einmal dazu? Ne, das war's. Ja, komm. Das ist ja wohl okay. 85 für Eddie Guerrero. Oder was? Nochmal gegen Flair? Das ist jetzt unsere Fehde? Gegen Flair? Endet das jetzt so wie im Rivalitätsmanager von WWE 2K14, dass man einfach Woche für Woche das gleiche Match hat? Wie auch immer. Goldberg und Tanzer gegeneinander. Interesting. Mr. Perfect. X-Pac. Ultimate Warrior und Jesse James. Four-Man Battle Royal. Ultimate Warrior gewinnt. Und pinnt. Niemanden, anscheinend. Jetzt kommt wieder unser Match. Es gibt sogar mehr Geld, oder was? Wie nett ist das denn? Hat sich das Money Match ja richtig gelohnt? Oder habe ich was nicht gesehen? Bei der Auswertung später. Also nochmal das gleiche Match gegen Flair. Die Fehde erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber es sollte nicht allzu schwer sein, nochmal gegen Flair zu gewinnen. Punch. Content. Lauf in die Seile. In die Seile sollst du laufen. Nein. Ups. Ha ja. Ha ja. Guck mal, Ric Flair macht
auf seinen Boots Werbung für RF-Video. Hahaha. Na, wer kennt RF-Video? Schreibt's in die Kommentare. Was ein Joke, ey. Was ein Joke. Und Roll-Up. Das ist der Sieg. Eindeutig nein. Bam. Sieht bis jetzt noch nicht so gut aus, ne? Musik ein... Danke. Die Hintergrundmusik natürlich wie immer von Cheerer.de. Und Elbow auf Brücken. Sitzt sehr wohl. Ah, da kann man ja gleich mal Gebrauch machen von den aufgewerteten Attributen. So. Badam. Kommen wir mal, Tres Amigos. Warum nicht? Hey. Hey, mein Freund, was soll das? Ne. Ab. Auf den Kopf, jawohl. Gehen wir wieder rein, ne? Komm. Wer mag denn schon gerne draußen sein? Was soll ich von Tres Amigos machen? Denn so. Number one. Number two. Wie wäre es, wenn wir mal nach Ewigkeiten mal wieder einen Tisch durchbrechen? Ein Kommentatoren. Tisch, na toll, was soll das denn jetzt hier? Mike Kyoda. Habe ich dich dazu aufgerufen? Nein. Ich bezweifle es doch. Nein. So, jetzt dahin. Und jetzt hör auf hier. Jetzt sind wir auch noch gelb. Raus mit dir. Hör auf hier. Müsst ihr ja keine lügischen Geschichten erzählen. Okay, kommt dann nach. Jawohl. Und einmal auf den Tisch whippen. Und hoffen, dass er uns keine... Nein! Ich wollte gerade sagen, warte, aber... Ich habe es mit einem Logo gerechnet. Jetzt so auf hier, lass mich doch mal einen Suplex oder irgendwie sowas machen. Lass mich gar nicht ausreden. Zack. Jetzt geht der Scheiß schon wieder los. Hoch mit dir. Rauf. Und machen wir Tres Amigos. Mal gucken, ob die durchgehen so. Es ist auch sehr schnell, das ist der dritte Sitz am Ende. Ohne dass wir runterfallen vom Tisch. Hey, klappt ja wirklich. Hey, wunderbar. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir es mit dem anderen auch nochmal. So. Herr Flair. Herr Flair. Das ist die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Ach nee, war ein anderer Flair, ne? So. Machen wir normalen Suplex. Ich weiß, sehr langweilig. Aber was will man machen? Da geht der Tisch durch. Und? Wer ist, wenn wir immer so irgendwo hinwippen? Da zum Beispiel. Sehr schön gemacht. Und diesmal werden wir das Ganze beenden. Via Tiger Driver. Badam. Und ab in den Followway Slam. Bam. Und jetzt aber. Na komm. Soll der Mist. Soll der Mist. Badam. Sehr schön. Noch Rot auf dem Körper machen. Ey. Gar nicht cool. Punch. Jetzt. Ey, was soll denn der Mist? Der kriegt jetzt noch einen Finisher durch seine scheiß Konteraktion. Ist doch nicht möglich, oder was? Geht doch. Tiger Driver Time. Boom. Pin. One. Two, three. Oh, jetzt geht's anscheinend in eine wirkliche Cutscene mal wieder. Rein, hinein. Rein, hinein. Ihr kennt das Spiel. Mhm. Na, Ricky? King, schau, wer das ist. Oh nein. Oh nein. Hier kommt der Mann. Hier kommt der Man. Höchstpersönlich. Er hat einen größeren Gesichtsausdruck
als üblich heute Abend. Eddie, du hast alles Potenzial der Welt. Du machst dir einen Namen hier in der WWE und ich freue mich sehr für dich. Aber du bist immer noch nicht der beste Wrestler in der Industry. Oder bist nicht der beste Wrestler, den die Industrie je gesehen hat. Deswegen möchte ich dir helfen, eine Ikone zu werden in diesem Geschäft. Du kannst der Beste aller Zeiten werden. Und ich kann dich auf dieses Level bringen. Darf ich mich entscheiden, shake hands, Hand schütteln oder ihn ausnocken? Wie werde ich mich dort entscheiden? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet. Aber ich weiß, dass ich jetzt an dieser Stelle einen Cut setzen werde und wir uns morgen um 18 Uhr wiedersehen. Ist das nicht fies? Ist das nicht fies? Ja, wie das weitergehen wird, morgen um 18 Uhr, euer Franz. Wie wird er sich entscheiden? Wie wird der Franz sich entscheiden? Man weiß es nicht. Was würdet ihr tun? Ausnocken oder mit ihm gemeinsam Sachen machen? Ich weiß noch nicht, wie ihr mich entscheiden werdet, aber ihr seid, mein Gott, ihr werdet es morgen sehen um 18 Uhr. Und nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und bis dahin, euer Franz, euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.